Also, ich präsentiere heute einen Literaturüberblick zu Influencing in der ethischen Forschung und gebe dazu eine kurze Einführung, gefolgt von einer Themenübersicht, welchen Themen wir uns widmen wollen heute, weil das Thema ja doch sehr groß ist. Dann der konkrete Literaturüberblick. Auf manche Dinge werde ich genauer eingehen können, zeitlich auf manche Dinge nicht. Die werde ich nur erwähnen und am Ende eine Bibliografie. Falls jemand einen Screenshot machen möchte, ich kann die Präsentation aber auch gerne verschicken, wenn da jemand Interesse hat, nochmal genauer sich die Literatur anzuschauen. Genau, erstmal allgemein die Literaturübersicht zum Thema gebe ich in einer theologisch, Moment, jetzt ist hier mein, ah ja, genau, zu einer theologisch-ethischen Forschung. Deswegen theologisch in Klammern, weil eben nicht alles theologisch ist, aber doch ein Großteil, denn ich beziehe mich hier vor allem auf christliches Influencing heute in der Präsentation. Und zur Aktualität kurz ein Wort. Die Forschung ist tatsächlich kaum älter als 5 Jahre. Wir wissen ja auch alle, dass Influencing und dieses Phänomen ist ja auch noch nicht besonders alt. Das heißt, die Veröffentlichungen, was es auch so spannend macht als Feld, sind alle noch sehr jung. Die Quellen habe ich thematisch angeordnet. Und die AutorInnen, die ich vorstellen werde, sind sowohl aus dem Deutsch als auch aus dem englischsprachigen Raum. Und vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass die Quellen und AutorInnen konfessionsübergreifend hier genannt und erwähnt werden. Und natürlich zu guter Letzt, Literaturliste ist ein Work in Progress zu meiner Dissertation, also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich bin offen und freue mich, wenn jemand noch Anregungen hat oder sagt, er muss noch unbedingt was mit rein. Hier kurz die Literaturübersicht nach Thema. Das sieht jetzt sehr viel aus. Wir können nicht auf alles eingehen, aber hier so ein bisschen die Artikel geordnet nach den Themen. Glaubenskommunikation, damit werden wir gleich starten. Dann religiöse Autorität, Emotionspraktiken, populäre Religion. Auch ein Artikel zu einem spannenden Projekt, Digitales Pfarrhaus, Influencer als Vorbilder von Manfred Pirner. Der kann wahrscheinlich noch mehr dazu sagen als ich. Religion auf Instagram, dann etwas zur Followerschaft und dann kurz noch erwähnt neue Formen der Religiosität und zwei Standardwerke, digitale Religion und religiöse Praxis. Dann möchte ich auch gleich reinstarten mit einem Artikel von Claudia Jetta, Christfluencing zwischen Glaubensvermittlung und Lifestyle. Claudia Jetta ist genau, die forscht zur religiösen Autorität an der Universität Heidelberg und ist auch Referentin der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Und dort ist der Artikel auch 2023 erschienen. Sie untersucht dort neue Formen öffentlicher Glaubenskommunikation und erforscht vor allem die Botschaften der InfluencerInnen und deren religiöse Autorität. Und auch die Auswirkungen der Mechanismen des Social Media Marktes auf die religiöse Kommunikation. Wir alle kennen Instagram beispielsweise eine Story. Also die Mechanismen und die Netzwerklogiken sind gegeben und die Kommunikation und die Inhalte müssen sich demnach auch anpassen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, wie Dinge kommuniziert werden. Sie untersucht drei Influencerinnen für ihr Vorhaben. Jeder, der sich mit religiösen InfluencerInnen schon ein bisschen sozusagen sich da schon mal in das Feld gewagt hat, wird Lee Marie kennen, Lisa Rupert, lange Zeit die religiöse InfluencerIn auf Instagram mit den meisten Followern, wurde jetzt abgelöst von Jasmin Neubauer, die hier auch in der Liste zu finden ist, Liebe zur Bibel, ihr Accountname. Und der dritte Account, Girl Define von Kristen Clark und Bethany Beal. Diese drei Accounts wurden untersucht und was da sofort herausgestochen ist, und da wird sie jetzt auch, und da gehe ich auch noch mal jetzt genauer drauf ein, das ist auch heute schon ein bisschen durchgeklungen, Erfahrung ist entscheidend und wichtiger als ein Titel oder ein Amt in der Social-Media-Welt. Die religiösen Inhalte sind also aufs Engste mit der jeweiligen Person verknüpft. Und diese Erfahrung, die ich eben genannt habe, es ist tatsächlich so, das arbeitet Jetta raus in ihrem Artikel, der theologische Standpunkt oder auch ein geistliches Amt oder fachliche Qualifikation ist wirklich zweitrangig. Entscheidend ist die glaubhafte Darstellung der eigenen religiösen Biografie und auch so die alltägliche Glaubens- und Lebenspraxis, die gezeigt wird.
Und diese Art der Führung durch so ein persönliches Beispiel führt eben zu einer Vorbildfunktion. Also mit alltäglicher Glaubens- und Lebenspraxis, wie kann man sich das vorstellen? Also morgens eine Story, man macht sich einen Kaffee, man geht in das sogenannte Bibelstudium und es werden ganz konkrete Tipps gegeben für eine Morgenroutine, also auch in den Mechanismen und in den Logiken, wie man sie bei anderen Influencern auch kennt. Auch religiöse und christliche Influencer ordnen sich dem unter und passen sich da an. Ein zweiter Artikel, der sehr gut dazu passt, stammt von Anna Neumeier, auch im EZW erschienen, ein Jahr davor, 2022, Christliches Influencing in sozialen Medien. Anna Neumeier ist Professorin in Bochum für Religionswissenschaft und in ihrem Artikel untersucht sie die religiösen Stile, die Entkonfessionalisierung und auch religiöse Autorität. Auch hier die Netzwerklogiken, die auch für christliche und religiöse InfluencerInnen gelten und sich da gar nicht so unterscheiden von anderen Lifestyle-Influencern. Wichtig ist eine gute Vernetzung, wie wir auch schon heute gehört haben, viele FollowerInnen und auch eine Glaubwürdigkeit, eine Authentizität der Person, die dann natürlich wiederum einen impliziten Einfluss und auch Potenzial hat auf die religiöse Haltung und Verhaltensweisen. Also so wie bei Lifestyle-Influencern der Einfluss, etwas zu kaufen, gegeben ist, ist auch hier natürlich auf religiöse Haltung und auf Verhaltensweisen das zu übertragen. Sie gibt auch einen Blick ins Feld. Sie nennt auch Lee Marie. Sie nennt auch Jana Highholder, die wahrscheinlich allen hier ein Begriff ist, weil es gab eine Kooperation mit der EKD und Jana Highholder, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Theresa Brückner und viele weitere erwähnt sie auch, die ich jetzt nicht hier alle aufzählen kann. Und was sie eben rausarbeitet als stilistische Merkmale der Kommunikation, ist eben diese Personalisierung, die Privatisierung und die Intimisierung. Also diese Stories und auch Fotos und auch Videos, da gibt sie das Beispiel von Influencerinnen, die mit dem Morgenkaffee im Pyjama noch im ungemachten Bett sitzen und einen ganz intimen Einblick geben, ungeschminkt und dann vom Evangelium reden oder ganz intime Fragen beantworten zum Thema Sexualität beispielsweise und das natürlich auch ein stilistisches Mittel ist, das genau so zu verwenden und eben diese Personalisierung, Privatisierung und Intimisierung verschränkt sich und macht eben die Kommunikation auf den Online-Plattformen aus. Die Followerschaft wird dazu auch persönlich adressiert. Es gibt eine persönliche Beziehung. Es wird explizit nachgefragt, was wollt ihr für Content? Q&A-Sessions fragt mich, was interessiert euch zu meiner Person oder zu meinen Einstellungen? Und was auch auffällt, ein sehr wichtiger Punkt, der uns auch immer wieder begegnen wird in auch anderen Artikeln, ist eine Komplexitätsreduktion theologischer Inhalte. Wir denken auch wieder daran, die Erfahrung ist auch wichtiger als ein Amt, ein Titel oder auch eine Ausbildung. Und das arbeitet Anna Neumeier hier auch raus. Und das geht auch einher mit einer Entkonfessionalisierung. Und das Internet, so sagt sie, ist auch von postdenominationalen Stilen geprägt. Also die allgemeine Bezeichnung als Christin, Hashtag Christian, ist entscheidend. Es ist egal, ob evangelisch oder katholisch. Also man ist Christ oder Christin. Und das ist, was sich im Internet und auf den Social-Media-Plattformen tatsächlich immer mehr durchsetzt. Das hat natürlich auch eine Neuverhandlung religiöser Autorität zufolge, weil es auch heißt, okay, wer ist denn dann ein Vorbild? Also wer hat die Autorität im Internet? Und da stellt sie eben heraus, dass gelebte Religiosität, also gerade was ich erwähnt habe, dieses, man filmt sich beim Bibelstudium, das ist eine ganz beliebte Sektion auf Social Media, oder man gibt ganz spezifische Tipps für einen christlichen Lebensstil. Diese gelebte Religiosität, die so angewandt ist, ist sozusagen entscheidend und in der Autorität überhebt sie sich dem Amt oder auch einer theologischen Ausbildung nach Netzwerklogiken. Als nächsten Artikel möchte ich gerne vorstellen, ein Artikel von Rebecca Krein und Laura Möhle, Christliches Influencing auf YouTube als Doing Emotion. Der Artikel ist vor 4 Jahren erschienen im österreichischen Religionspädagogischen Forum. Rebecca Krein, wissenschaftliche Mitarbeiterin in Paderborn, Laura Mösle in Tübingen.
Und die zwei Autorinnen haben das christliche Influencing auf YouTube sich näher angeschaut und sind dem Phänomen nachgegangen und haben bewusst die Funktion von Emotionen in Videos erforscht. Und sie arbeiten hier ganz stark mit dem Doing Emotion Ansatz von Monique Scheer, also Emotionen nicht haben, sondern tun. Und die zwei Autorinnen möchten eben mit diesem, ja, mit ihrem Artikel einen Beitrag dazu leisten, die Funktionen und Wirkweisen des Influencings aufzuzeigen und auch dafür zu sensibilisieren und es besser nachvollziehen zu können. Dafür wurden zwei Videos analysiert, auch von der Influencerin Lee Marie. Man merkt jetzt schon, das religiöse Influencing-Feld in Deutschland ist nicht zu groß. Es gibt wirklich ein paar größere Accounts, die das dominieren. Deswegen fallen wir auch wieder auf die gleichen Namen hier. Sie haben drei Emotionspraktiken sichtbar gemacht. Einmal Doing Intimacy, Undoing Complexity und Doing Christian Lifestyle. Darauf möchte ich kurz näher eingehen. Also Doing Intimacy, die Praktik, die Nähe und Beziehung zwischen Lee Marie und ihren Viewerinnen herstellt. Ich hatte das Beispiel schon genannt. Beispielsweise auf dem Bett im Pyjama. Sie macht auch gerne Schminkvideos, während sie in einem Close-up ganz nah zu sehen ist, sich für den Tag fertig macht und sehr intime Fragen beantwortet. Undoing Complexity haben wir auch eben schon gesehen bei Anna Neumeier in dem Artikel. Also eine Reduktion von der Komplexität in Botschaften, Glauben und Bibel. Und dass das etwas ist, was auch bewusst gemacht wird. Also es wird Komplexität rausgenommen und Themen werden bewusst vereinfacht dargestellt. Und der dritte Punkt, Doing Christian Lifestyle. Ein konservativer und moderner Lifestyle werden vereint. Also, dass das gar kein Gegensatz ist, dass man hypermodern aussehen kann, also sehr geschminkt, sehr zurechtgemacht und sehr konservative Werte hat. Und das wird bewusst als ein besonderer Lebenswandel auch dargestellt. Also, dieser klassische Satz, bevor ich Christin war, war mein Leben auch nicht so gut, aber jetzt ist es ganz besonders. Also es ist was Besonderes in mein Leben eingekehrt. So ist auch so ein bisschen die Wortwahl. Und es ist eine bewusste Abgrenzung auch zu anderen Lebensstilen. Also ein bisschen der Underdog, der sich da zeigen möchte. Ja, und diese Emotionspraktiken, diese drei, die werden untrennbar miteinander verknüpft. Und die zwei Autorinnen nennen das auch die Logik pentekostaler Frömmigkeitsstile. Und auch hier wieder der tatsächliche Nutzen des Glaubens und die eigene gefühlsbetonte Erfahrung stehen klar im Vordergrund. Das ist das, was die Followerschaft sozusagen an die Influencerinnen und Influencer bindet. Und genau, hier geht es auch schon gleich weiter aufgrund der engen Zeit. Hier nochmal, wie eben schon gesagt, jetzt geht es nochmal aufs Beispiel von Jana Highholder. Das ist ein Artikel von Jonathan Kühn und Henrik Simojoki, beides praktische Theologen und Religionspädagogen. Sie haben einen Artikel veröffentlicht: Kommunikation des Evangeliums und populäre Religion, Annäherung an ein Spannungsverhältnis am Beispiel des YouTube-Kanals Jana Glaubt. Das ist schon 2021 gewesen. Dieser Artikel wurde da veröffentlicht in der Zeitschrift für Religion, Gesellschaft und Politik. Und da wird eben das Verhältnis von Religion und populärer Kultur erforscht. Insbesondere das Schnittfeld von populärer Kultur und kirchlicher Glaubenskommunikation. Und das eben am Beispiel des Online-Kanals Jana Glaubt, der eben von der EKD mitgetragen wurde und den es mittlerweile ja aber nicht mehr gibt. Und da kommen wir auch schon zu der Problematik. Also dieses Spannungsverhältnis zwischen den etablierten Standards personalisierter YouTube-Kommunikation und die Dynamik der Entgrenzung, das wird da untersucht. Und die zwei Autoren machen das mit der Theorie nach Hubert Knoblauch. Und die subjektive Darstellung des Privaten, das macht den christlichen Glauben, den Autoren zufolge, kommunikativ anschlussfähig. Und da liegt auch das Potenzial. Also die kirchliche Einbettung wirkt sich transformativ auf populärreligiöse Darstellungspraktiken aus. Was ist da gemeint? Also es gibt natürlich Umformungsprozesse durch die Anpassung an YouTube-Logiken. Das habe ich vorhin schon mit Instagram auch erwähnt. Also auch die Inhalte müssen sich auch bei YouTube anpassen, an die Formate, die sozusagen populär sind, die gut geklickt werden und die funktionieren. Beispielsweise in einem Q&A-Format mit der Protagonistin, also hier mit Jana Highholder, mit der Influencerin. Und dadurch ist natürlich die Kommunikation des Evangeliums charakterisiert durch eine ganz starke Personalisierung. Also diese Verschränkung von Privatsphäre und von Öffentlichkeitsbezug, die passiert nicht nur, die ist auch gewünscht, die ist gewollt, die braucht man in der Netzwerklogik.
und auch die Individualität und die Gemeinschaftlichkeit, die da sozusagen zusammenspielt. Das Konfliktfeld, das dadurch natürlich entsteht, ist einmal eine Entgrenzungsdynamik, die die zwei Autoren aufmachen in dem Artikel, zwischen populärer Religion und kirchlichen Kommunikationsstrategien. Und das ist bei dem Beispiel ja auch passiert. Es kam zu einem Autoritätsproblem zwischen der, also durch die konsequente Personalisierung von Jana Highholder als Influencerin und den KirchenvertreterInnen der EKD in der redaktionellen Zusammenarbeit. Also die Themenwahl und die Inhalte, da kam es natürlich auch sozusagen zu Konflikten, weil es gab dann auch ein Video von Jana Hayola, die sagt, naja, ich sag nur, was ich denke und was ich möchte und lasse mir da nicht reinreden. Das ist ja auch sozusagen Teil der Strategie. Es ist konsequent personalisiert auf sie. Und dann kam es natürlich auch zu Konflikten, dass aber natürlich redaktionell von der EKD nicht mit jedem Inhalt natürlich auch einverstanden waren. Und das ist ein ganz spannender Artikel, auf den ich jetzt nicht näher eingehen kann, um auch noch anderes zu zeigen, aber so viel sozusagen zu dem YouTube-Kanal Jana glaubt. Als nächstes möchte ich einen Artikel vorstellen von Patrick Todieras und Sabrina Müller. Patrick Todieras ist Referent der evangelischen Kirche in Österreich und Sabrina Müller ist praktisch Theologin in Zürich. Und der Artikel im Pfarrhaus brennt wieder Licht, untersucht die praktisch-theologische Reflexion der digitalen Bildkulturen am Beispiel von ausgewählten Stories des Kanals Seligkeitsdinge. Das ist ein Kanal von Josephine Teske. Sie ist Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirche in Norddeutschland. Und hier wurden eben, wie man rechts auch am Screenshot sieht, nur Stories untersucht auf der Plattform Instagram. Hier wurden auch Überlegungen zu einem sogenannten digitalen Pfarrhaus angestellt anhand der christlichen InfluencerInnen und die visuell-kommunikativen Bezug zum Pfarrhaus untersucht. Denn sie zeigt ihr Leben digital und dadurch verändert sie natürlich auch den Pfarrhausdiskurs, weil gefragt wird, naja, was ist denn ein Pfarrhaus? Ist das ein Haus? Sind es vier Wände? Oder kann es so einen Raum auch eigentlich digital geben? Kann es ein Pfarrhaus geben auf Instagram? Und da kommen die beiden AutorInnen zu dem Schluss, dass es gar keinen Sinn macht, das zu trennen, eine analoge und ein digitales Pfarrhaus, weil Seligkeitsdinge, dieser Kanal, genau das vorlebt und dadurch sozusagen den Pfarrhausdiskurs wieder neu auf den Plan holt und so auch wieder erneut Bedeutung zugesprochen wird einem Pfarrhaus durch das digital gezeigte Leben der Pfarrperson und die Menschen auch digital dorthin gehen können. Sie können Kommentare hinterlassen, sie können Dinge anschauen, sie können auch Fragen stellen und müssen sozusagen nicht analog in ein Pfarrhaus gehen. Deswegen auch der Titel "Im Pfarrhaus brennt wieder Licht", daher, dass von innen durch die Smartphones sozusagen das Licht wieder gesehen werden kann im Pfarrhaus. Und auch hier ist der Alltag im Pfarrhaus zentrales Motiv. Auch hier die Verschränkung von privat und beruflichem, Erholung und Arbeit. Hier zeigt die Influencerin auch beides. Also sie zeigt sich im gleichen Raum im Pfarrhaus privat, in anderen Rollen, nicht nur als Pastorin, aber eben auch als Pastorin. Und dieser Alltag und diese Verschränkung ist auch hier ein zentrales Motiv, das wir auch bei anderen InfluencerInnen in anderen Feldern finden. Als nächstes möchte ich kurz auch den Essay von Manfred Pirner und Nastja Häusler vorstellen. Da haben Sie wahrscheinlich, den können Sie noch besser zusammenfassen, weil Sie ihn selbst geschrieben haben. Den wollte ich unbedingt mit reinnehmen, weil es hier so total gut passt. Influencer als Vorbilder, das haben wir jetzt auch im Kolloquium gestern und vor allem heute ja auch schon wirklich viel besprochen. Hier, der eben auch schon erwähnt wurde als absolute Nummer eins der männlichen Befragten und also von Jungen, Nummer eins, Rezo, der Influencer, der politisch, gesellschaftliche und in letzter Zeit auch wirklich immer mehr religiöse Themen aufnimmt. Und genau, es wurden in dem Essay eben Charakteristika für erfolgreiche InfluencerInnen festgelegt und herausgefunden, die ich gerne kurz erwähnen möchte. Das ist einmal persönliche Authentizität, dann die reziproke Beziehung zu ihren FollowerInnen, dann ein Commitment für bestimmte Wertvorstellungen und Ansichten, ein sympathisches und ansprechendes Auftreten und ein Expertenstatus für bestimmte Themengebiete. Letzteres würde ich gerne in der Diskussion noch weiter besprechen, ob es wirklich sozusagen
der Fall ist, dass man Experte sein muss oder sozusagen, ob die Erfahrung einen legitimiert, im Online-Raum sozusagen Experte zu sein und was in dem Kontext ein Expertenstatus ist. Aber das nur jetzt in Klammern, das würde mich für die Diskussion im Anschluss interessieren. Genau, auch hier in dem Essay werden religiöse InfluencerInnen genannt, auch Lee Marie und Jana Highholder und eben am Ende des Essays sozusagen auch dafür plädiert, diese Videos zu diversen Themen als Impulsmedien für den Religionsunterricht auch zu nutzen und dass das tatsächlich auch ein lohnender Gegenstand für kontroverse Diskussionen ist. Hier noch kurz möchte ich auf eine neue Veröffentlichung, relativ neue Veröffentlichung eingehen, und zwar Religion auf Instagram von Vira Pirker. Hier ein Sammelband mit verschiedenen Analysen und Perspektiven aus verschiedenen Blickwinkeln. Hier werden Themen angesprochen, unter anderem zur Plattformlogik und Emergenz, Queerness und sexuelle Aufklärung, digitale Ethnografie und auch die Konstruktion von Körpern und neue Erzählpraxen. Hier kurz zur Einsicht, wer alles Beiträge veröffentlicht hat. Ich habe den Sammelband bestellt, ich habe ihn aber noch nicht gelesen, also kann da auch noch keine weiteren Fragen dazu beantworten, wollte es aber schon mal vorstellen. Dann wollte ich auch kurz auf die MIDI-Studie eingehen, digitale Communities und auch da die wesentlichen Ergebnisse, dass digitale Communities einen wesentlichen Beitrag zur Mitgliederbindung digital beitragen. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, die Zielgruppe junge Erwachsene und die junge mittlere Altersgruppe erreichen, die oft eben nicht mehr erreicht wird in analogen Angeboten. Und auch hier wieder das Wort Authentizität, also die Authentizität der InfluencerInnen hat einen absoluten Mehrwert für die eigene Spiritualität der FollowerInnen. Das sind so die Key, die Dinge, die rausgekommen sind bei der Studie, die Essenz sozusagen kurz zusammengefasst. Dann möchte ich noch kurz auf das Buch Digital Religion eingehen von Heidi Campbell und Ruth Zaria. Heidi Campbell, Professorin für Kommunikation an der Texas A&M University und Ruth Zaria, Assistenzprofessorin, die auch viel über digitale Medien, Religion und Feminismus forscht. Hier geht es nicht explizit um Influencer und InfluencerInnen, aber das ist ein wunderbares, ich nenne es jetzt mal Basiswerk, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und die Themen, die in dem Buch besprochen werden, sind vor allem Religion, Ritual, Identity, Community, Authority und Embodiment. Es ist auch ein neuer Band erschienen, der fast genauso heißt. Der kam jetzt letztes Jahr raus, Digital Religion, The Basics, auch wieder von Heidi Campbell und dieses Mal mit Wendy Beller zusammen. Und das ist sozusagen einfach nochmal weiterführend auf digitale Religion bezogen, Networked Community Practice, Multi-Site Reality und auch wieder Shifting Authority. Eine Sache, die ich noch, wenn ich noch in der Zeit bin, ich versuche mich kurz zu fassen, dass wir im Zeitplan bleiben, ich möchte gerne noch die Dissertation von Anna Neumeier erwähnen, Religion at Home. Also Online-Plattformen und ihre Nutzung. Hier geht es auch nicht konkret nur um Influencer und InfluencerInnen. Das ist 2016 erschienen. Da ging es mehr um Foren. Ich fand es aber lohnenswert, das nochmal mit reinzunehmen, weil auch hier der Wandel gegenwärtiger Religion und Religiosität nochmal beleuchtet wird. Das religiöse Online-Nutzen, wie es eigentlich angefangen hat und den Punkt, warum ich es mit reingenommen habe, so ein bisschen auch anknüpfend an die MIDI-Studie, dass sie sagt, es sind eigentlich Defizite traditioneller religiöser Angebote, die der Ausgangspunkt sind. Also nicht, weil sozusagen online sich das so super eignet, dass alle sozusagen nur noch Online-Angebote wahrnehmen möchten, sondern einfach gerade die Gruppe junge Erwachsene, die Angebote, die es gibt, analog, die sind einfach nicht mehr ansprechend genug oder funktionieren aus welchen Gründen auch immer nicht mehr. Und aus diesem Defizit heraus haben laut Anna Neumeier die Forennutzung, damals eben noch Foren, jetzt hat sich das ja weiterentwickelt, sozusagen als Strategie herausgearbeitet, um dann doch die individuelle Religiosität wieder zu restabilisieren. Das fand ich nochmal einen ganz spannenden Aspekt dazu. Genau. Hier noch die Bibliografie. Von den Sachen, die ich heute vorgestellt habe. Wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und mit Hinblick auf die Zeit würde ich dann auch schließen und die Diskussion eröffnen.